Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brawny TV. Ich bin Brawny, das ist mein TV, das ist mein Kader Batman. Und heute habe ich für euch ein Unboxing am Start, und zwar zu dem Mediabook von Vergissmeinnicht. Habt ihr wahrscheinlich im Thumbnail schon gesehen. Vergissmeinnicht habe ich vor 3 Jahren das erste Mal gesehen, aufgrund deswegen, weil der Film einfach brutalst hochgelobt wurde von so vielen YouTubern, die ich wirklich gerne mag. Und ich habe die ganze Zeit nach einer tollen Version dieses Films gesucht und habe einfach dieses unfassbar schöne Mediabook gefunden. Also es gibt 3 Versionen davon, soweit ich weiß. Ich habe A, B, C, D. Hier haben wir Cover A, genau, limitiert auf 444 Exemplare. Und ich musste genau dieses einfach haben. Es war nur einmal überhaupt irgendwie verfügbar auf eBay 1. Und ansonsten habe ich seitdem einfach nie wieder irgendwo gefunden. Dann gibt es noch ein ziemlich schlichtes Cover, das für 4-5 Mal, glaube ich, zu finden ist. Und das Cover, das glaube ich, Cover C und Cover B, findest du ja so 2 Stück vielleicht noch. Aber Schluss mit dem Rumgelaber. Wir gehen jetzt in die Top-Down-Perspektive. So, meine Freunde, hier haben wir mein auf jeden Fall mal teuerstes Mediabook, das ich mir besorgt habe, das irgendwie unfassbar schwer zu bekommen war, das ich auch in diesem Cover nirgends mehr irgendwann irgendwo gesehen habe. Ich habe die einzigste Möglichkeit direkt irgendwie beim Schopfe gefasst, das zu bestellen. Das war auch mit Abstand das teuerste, das ich mir bisher geholt habe. Es hat 70 Euro, glaube ich, gekostet. Aber das war es mir für dieses Covermotiv, nicht für die anderen. Ganz wichtig, wird gerade dieses Covermotiv, das einfach unfassbar schön ist, war mir das Ganze einfach vollkommen wert. Ich habe auch unglaublich schlechtes Gewissen, dass ich mir, dass ich hier das Ganze auch öffnen werde. Aber da ich diesen Film einfach über alles liebe, man sieht es sogar, ich habe es hier nochmal sogar eingepackt innerhalb der OVP. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich das Ganze hier jetzt auspacken werde, aber wie gesagt, ich liebe diesen Film. Er ist einfach so unglaublich kreativ. Die Romanze ist der Hammer. Die Drama-Elemente, einfach alles. Dieser Film ist so unfassbar schön. Und da gehört sich's einfach, dass man so ein schönes Cover hat, dass ich jetzt tatsächlich mit meiner Schere des Schreckens öffnen werde. Ganz vorsichtig, bloß nichts kaputt machen, aber das ist ja jetzt schon mein 4. Mediabook, das ich hier für euch öffne, aber es scheint funktioniert zu haben. Ist eine ganz ordentliche Hülle außen drum, so wie ich das sehe, die ist recht fest, ja, und elastisch, so dass wir das hier aber trotzdem noch gut ausgepackt bekommen. Ach Gott, ist das schön. Das sieht ausgepackt noch viel schöner aus. Das hier ja jetzt in matt aufgedruckt, gefällt mir sehr gut. Die Schrift ist glänzend, das gefällt mir auch unwahrscheinlich gut. Dieses gezeichnete Artwork passt optimal zu diesem Meisterwerk von Film. Ist einfach verdammt schön. Das Mediabook ist von Birnenblatt veröffentlicht worden und ich habe hier die Nummer 194 im Cover A von 440 Exemplaren. Ich kann es verstehen, dass man das Ding einfach nicht irgendwo angeboten bekommt, weil es einfach, wer will sowas abgeben, ist einfach der Traum schlechthin. Und dann öffnen wir es mal. Und schon haben wir hier das Ganze in Blu-ray. Meines Wissens nach existiert dieser Film in Blu-ray auch nur im Mediabook. Kein Steelbook, soweit ich weiß. Nur im Mediabook und ansonsten auf DVD.
Und selbst diesen Film musst du für die DVD knappe 7-8 Euro bezahlen, was natürlich im Prinzip schon noch geht, aber auch für eine DVD, die gebraucht ist, nicht wirklich günstig ist. Hier haben wir direkt so ganz leicht angedeutet nochmal Jim Carrey und Kate Winslet hier angedeutet. In diesem Film habe ich mich auch direkt in Kate Winslet verliebt. Das ist einfach. Seitdem bin ich ein riesengroßer Kate Winslet-Fan, die einfach aber auch trotzdem im Alter immer besser schauspielert hier. Grandios einfach, oder? Nochmal ein geiles Artwork mit den Farben hier zwischendrin. Richtig cool. Hier haben wir nochmal den Brief aus dem Film. Hier eine kleine Zusammenfassung. Vergiss mal nicht, vom Suchen, Finden und Vergessen der Liebe. Es ist halt auch so der Hammer, der Film, trotzdem, dass er so große Fantasy-Elemente hat, hat er doch so viel mit der Liebe, also wie man sie kennt, zu tun, dass man sie einfach gerne vergessen möchte und vielleicht aber auch doch nicht, aber vielleicht doch oder auch doch nicht. Das ist einfach der absolute Hammer, wie dieser Film umgesetzt wurde. Mir fehlen schon die Worte, ihr merkt es irgendwie. Einfach ein genialer Film. Hier ist nochmal die Handlung kurz zusammengefasst, auch mit Zitaten. Nochmal Bilder aus dem Film. Hier nochmal Kate Winslet mit ihren verschiedenen Haarfarben. Das Ganze aufgegriffen hier in die verschiedenen Boxen. Gefällt mir richtig cool, richtig gut. Genau dasselbe hier nochmal, das ist ja mal richtig geil. Was haben wir hier? Ebene 1, der Vorfilm, Ebene 2, die erste Rahmenhandlung, Ebene 3, der Hauptfilm, Ebene 4, die zweite Rahmenhandlung, okay. Der echte Kaufmann, Kate Winslet und Jim Carrey, okay. Der Mann, das fehlbare Wesen, das glaubt, Deutungshoheit zu haben. Naja, würde ich in der heutigen Zeit nicht mehr für jeden so unterschreiben. Einfach dieses Bild von Kate Winslet, der absolute Oberhammer. Einfluss oder Zufall, schöne kleine Überschriften, Michael Gondley, ein Regisseur, der nichts dem Zufall überlässt. Das haben wir hier. Ah, hier geht es schon dem Ende entgegen. Die Quellen, die hierzu beigetragen haben. Mit einem Bild von Jim Carrey nochmal. Das haben wir hier. Ah, Filmplakate. Okay, die kenne ich tatsächlich nicht. Ich kenne nur das in dem Schnee. Aber die sind ja mal cool. Sind die nachträglich irgendwie gemacht worden? I'm fine without you. Would you erase me? Mhm. Krass. Do I know you? Kenne ich dich? Kenne ich sie? Ah, das hier. Ja, genau. Nochmal Kirsten Dunst. Ich sehe gerade. Ah, hier ist das farblich immer abgehoben, wer hier gerade dargestellt wird. Aber dieser Filmname auch, vergiss mein nicht in Deutsch. Finde ich jetzt nicht so schlimm wie die meisten anderen, aber Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist. Passt einfach so unglaublich gut. Und hier haben wir noch ein. Ach, ist das geil. Die Filmanalyse mit Vergiss mein nicht. Wolfgang M. Schmidt ist hier. Jetzt habe ich von Wolfgang M. Schmidt eine Blu-ray. Mega krass. Fehlt mir nur noch ein kleines Autogramm vielleicht hier drauf. Das müsste ich mir mal merken, falls ich mal irgendwie in die Verlegenheit käme, ihn zu sehen, dass er mir hier vielleicht gerade so drunter ein Autogramm gibt. Das wäre mega. Ist dieses Mediabuch nicht der absolute Traum eines Filmfans, vor allen Dingen, wenn er diesen Film so unfassbar liebt wie ich, vergiss mal nicht, beziehungsweise Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Review bzw. das Unboxing zu dem Film Vergissmeinnicht gefallen. Ich denke, ihr habt gemerkt, wie sehr ich diesen Film einfach liebe. Es ist unfassbar und genau perfekt zu diesem wunderschönen Film habe ich dieses wunderschöne Mediabook auch in diesem Cover bekommen und das ist, glaube ich, etwas, das ich nie hergeben werde. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass das mit Abstand eins der schönsten Mediabooks ist, die es überhaupt gibt, wenn euch mein Video gefallen hat, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es auch in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, wie euch der Film gefallen hat. Treibt den Algorithmus nach oben und like das Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder, wahrscheinlich mit einem Top 10 Video. Bis dann, ciao.